So, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Ich wird ja oft beklagt, dass ich in meinen Videos nicht zeige, wie die Weiterverarbeitung ist. Ich habe hier nochmal den Luis, Fachkraft für Fruchtweinherstellung, hast du gesagt? Fruchtsafttechnik. Fruchtsafttechniker, ja, ist ja. Auf jeden Fall weiß der, wie man aus Honig Honigweinmet herstellt. Genau. Kannst du mir das mal kurz erklären? Kurze Zusammenfassung. Also, Genau. man braucht erstmal ganz im Ursprung Honig. Das Ja. ist ganz egal, ob es jetzt Rapsblüte ist oder sonstiges. Man erhitzt den halt, dass er flüssig ist. Versetzt den dann halt mit Wasser, je nachdem, was für welchen, ob man Brunnenwasser hat oder so, den muss man halt noch abkochen. Ist halt aber natürlich vielleicht sogar gesünder. Nochmal, also ich muss das Wasser abkochen oder das Ja, wenn es Brunnen, wenn Honig-Wasser-Gemisch? das Honig-Wasser-Gemisch einmal aufkochen lassen, Ja. dann abkühlen lassen auf 30 bis 20 Grad. Dann setzt man halt einen Tag vorher, also bei mir jetzt ist es jetzt Trockenhefe, an in 200 Milliliter Apfelsaft, damit die Hefe schon mal so einen kleinen Gärstart hat und nicht dann halt in die fertige, sagen wir jetzt mal Pampe dazu, Ja. das fertige Zuckergemisch reingeschmissen wird, weil das wäre zu viel für die. Und ja, dann lässt man das halt, also schüttet man das alles zusammen in so einen Gärballon, macht einmal so einen Gärspund drauf, gibt es auch in verschiedenen Varianten, füllt den halt zur Hälfte mit Wasser, das man hier so hat, Ja. damit keine Fliegen reinkommen, keine Bakterien, dass das alles hier in dem Wasser bleibt. Ja. Und verschließt das dann halt. Gut, und dann warte ich und sehe, wie die Dann, Bläschen da oben aufsteigen. genau, dann sieht man, wie die Bläschen aufsteigen. Wie jetzt gerade, Vorführeffekt, fast. Und dann kann man halt ab und zu mal mit so einem Vinometer, das gibt es für 7 € bei Amazon bestellbar, Was misst das? das misst den Alkoholgehalt. Ja. Damit kann man dann jetzt, sag ich mal, jetzt hier Probe rausziehen, füllt man was rein, lässt es ein bisschen durchlaufen, dreht es um und dann zeigt er einen von 0 bis 25 Volumenprozent die Alkoholanzahl an. Gut. Wie lange dauert das, bis das der Honigwein letztendlich dann aufhört, Blasen zu bilden? Bei optimaler Temperatur könnten es 3 Wochen sein, aber regulär sind es 4 Wochen. Gut. Was ist das Ergebnis dieser ganzen Angelegenheit? Den schönen Honigwein. Ja, sieht der dann so trüb aus wie hier? Das ist nicht Nee. unbedingt das, was ich im Laden habe. Genau, der im Laden, der ist dann halt, wie bei mir jetzt, noch nicht filtriert. Der wird dann halt mit so Zelluloseplatten oder je nachdem, was man für einen Filter hat, filtriert. Läuft dann halt bei mir über einen separaten Filter, der maschinell betrieben ist, weil es gibt auch handbetriebliche, aber da halte ich mich lieber raus. Ja, und dann hätte man, so wie wir vorhin hatten, einen schönen klaren Honigwein. Selbst hergestellt. Gut, muss der nochmal erhitzt werden, um haltbar zu bleiben, oder? Man könnte ihn natürlich noch mit einem Glühweinpott, das ist die einfache Variante, 70 Grad einstellen, sich die Flaschen vorher noch steril im Backofen Ja, aus. du sagst, man könnte. Ja. Kann man oder muss man? Kann man. Das eine ist natürlich sicherer, das mit dem Erhitzen. Das wäre halt die eine Sache. Und wenn man so macht, klappt es auch. Aber man kann ihn auch heiß in eine Flasche abfüllen, dann ist er auf alle Fälle die Plöpp-Effekt noch mit dabei. Ja. Wie lange ist der haltbar? Ich habe es noch nicht selber ausgetestet, aber eine Der wird bei dir nicht so alt. halbe Ewigkeit. Halbe Ewigkeit. Erklär mir mal kurz, wie viel muss ich anlegen, wenn ich jetzt meinen Honig zu Met verarbeiten wollte? Was kostet mich so ein sagen wir, Starter-Set dafür? Ein Ballon, so ein Also den Ballon und Blasenzähler. Blasenzähler, Gärspund, gibt es für 40 Euro bei 15 In Litern. dieser Größe, 15 Liter. 15 Was ist das Liter, hier? das ist ein 20 Liter Behälter, Ja. oder 25 Liter Behälter, eher gesagt. Und den kann man dann halt beliebig erweitern. Man kann dann halt für 7 Euro, wie ich gesagt habe, das Alkoholmessgerät, Das ist mehrfach verwendbar. das ist immer verwendbar, Okay, ja. solange man es nicht verstopft. Und halt für einen Anfänger, bei mir ist es jetzt das Kitzinger Weinbuch. Ich zeig das mal.
ist das die quasi die Bibel für Hobby-Weinmacher? Für Hobby-Winzer ist das wirklich eine kleine Bibel. Aber man kann auch sehr viele andere Bücher, da gibt es zig, so, tausend. Okay, ein so ein Satz. Was kostet mich der ganze Spaß? Bei 70 Euro. 70 Euro. Für 15 Liter. Kann ich irgendwie groß was falsch machen daran? So gesehen, also so wie ich das jetzt erklärt habe, nicht. Also man lässt es stehen. Nach 4 Wochen guckt man mal, wie viel Alkohol der hat, ob es noch kräftig Blasen schlägt. Wenn er Alkohol hat, dann kann man ihn eigentlich verwerten. Das hört sich ja alles ziemlich einfach an, Luis. Wenn ich den Wein fertig habe, den darf ich aber letztendlich nur selber trinken, oder wie verstehe ich das? Genau. Also ich habe keine, ich verteile den unter Bekannten und alles, ich verkaufe den nicht direkt. Brauche ich dafür eine Lizenz oder ist das lizenzfrei? Man sollte, wenn man den verkaufen würde, ein Kleingewerbe wenigstens anmelden und das dann mit der jeweiligen Behörde nochmal abklären. Aber ansonsten, für den Eigenverbrauch ist das problemlos. Genau. Werde ich ausprobieren. Das Zeug war nämlich wirklich lecker. Noch irgendwas, was ich wissen muss dabei. Kann da auch Methanol bei entstehen? Nee. Kann ich? Nee. Kann da Essig bei entstehen? Das könnte vielleicht passieren. Was hätte ich denn dann falsch gemacht? Also mir ist es selber noch nicht passiert, deswegen weiß ich es auch noch nicht. Ich habe noch keinen Essig damit hergestellt. Also da sind dann wieder ein anderer Hefenstamm oder anderen Bakterienstamm drin reingekommen. Das hast du, glaube ich, eben, haben wir das nicht erwähnt, die Hefe. Wo kauft man das übrigens, die ganzen Sachen? Also, wie gesagt, Kitzinger Weinbuch. Ja. Das kriegt man dann, hinten ist eine Bestellliste drin. Da ist auch eine Adresse und alles dran. Entweder man schickt es dahin, kriegt es dann alles zugesandt. Oder man kauft es halt im Internet bei Amazon, findet man auch sehr viel. Oder man forscht und findet dann halt Flüssighäfen bei sich in der Gegend zu kaufen. Ich weiß, was ich in diesem Winter machen werde. Met ansetzen. Dann wünsche ich mir viel Erfolg. Ja, wünsche ich mir viel Erfolg. Pass auf, ich bedanke mich für die Erläuterung. Ja. Ich werde dich benachrichtigen, wenn das ganze Spiel nicht funktioniert hat. Wovon ich nicht ausgehe. Ich auch nicht. Das wird schon. So, und wenn Sie jetzt auch Spaß... Also, das wollte ich jetzt zum Schluss noch fragen. Das ganze Spiel funktioniert auch genauso mit Fruchtwein. Genau, ja. Wenn man den Saft presst, funktioniert es genauso. Steht alles in dem Buch drin? Steht zum gleich alles im Buch drin. Da erfährt man über Saftpressen, Likörherstellung. Steht alles eigentlich beschrieben. Gut. Und genau. Okay, wunderbar. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich werde es ausprobieren und werde Ihnen dann irgendwann berichten, ob der so gut geschmeckt hat wie den ich eben probiert habe. So, weiterempfehlen, Like-Button drücken, abonnieren. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.